lichtstrahlt von der Decke und erhellt bis in jede Ecke den Raum, in dem ich sitze. Ist dort oben eine Ritze? Frage ich mich beim Betrachten der Wanduhr, denn darüber sehe ich eine blitzförmige Spur, wie sie wohl dort oben entstand. Wegen dem Nagel in der Wand? Ich kann es leider nicht sagen. Ich kann auch niemanden fragen. Ich weiß auch nicht mal, wie lange er schon da ist. Es ist ja auch ganz egal, solange er nicht weiter frisst. Mein Bruder könnte es ja doch wissen. Mit dem könnte ich darüber quissen. Aber sein oberes Bett ist leer. Das ist noch nicht lange her. Da holten ihn meine Tanten und Cousinen ab. Denn die Zeit wurde ganz schön knapp. Wollen sie die Aufführung im Zirkus sehen? Denn das würde nur noch diese Woche gehen. Danach werden alle Zelte wieder abgebaut. Weil man gerne mit Rücksicht auf mich schaut, hat man mich erst gar nicht gefragt, ob ich auch mitkommen will. Denn er hätte sich eh nur geplagt. Auch der immer nur ganz still, irgendwo in der Ecke herum und betrachtet ganz stumm alles, was um ihn herum geschieht. Weshalb man sich einstimmig beriet, dass man mich lieber zu Hause ließe. Bei Introvertierten eine normale Devise. Der Hunger macht sich in meinem Magen breit. Ich öffne die Zimmertür und ganz schön weit reicht das Licht aus dem Zimmer hinaus. Wie im Rampenlicht jedoch ohne Applaus betrete ich den Gang. Er ist nicht sehr lang, das Licht erhellt den ganzen Parkett. Das finde ich freundlich, lieb und ganz nett. So brauche ich das Licht bis zur Küche nicht einschalten. Die Helligkeit reicht nicht, um sie in der Küche zu verwalten. So schalte ich das Stromlicht in der Küche an und sehe auf der Arbeitsplatte gleich voran das Essen, das ich nur mehr aufwärmen muss. Mir kommt der Gedanke nicht erst zum Schluss, das Essen auf einen Teller zu leeren. Es gereicht mir wohl zu hohen Ehren, dass ich weiß, wie man einen Mikrowellenherd verwendet. Okay, meine Eltern haben mir dieses Wissen gespendet, denn diese gingen außer Haus, mit einem zum Rendezvous aus, um den Geburtstag von meinem Vater zu begießen. Dabei sehe ich den Wassertropfen zu beim Fließen. Ich könnte auch im Zimmer die 3 Minuten abwarten, aber dann gehöre ich zu den Dummen und Fanaten. Im Zimmer gibt es nichts Neues zu sehen, und dass in das Zimmer zurückgehen, würde ich mehr Kilos noch dazu verlieren. Die würden dann noch mehr Hunger animieren, also schaue ich lieber dem Essen beim Erhitzen zu. Das Brummen des Herdes macht eine besinnliche Ruhe, während der Teller sich dazu dreht. Mein Magen knurrt dazu ein Gebet, bis endlich das Piepsen erklingt und er freudig dazu singt. Um verbrennte Hände zu vermeiden, weil sowas kann ich echt nicht leiden, lege ich die Kochhandschuhe an, als dann gehe ich an den Teller ran. Das Licht in der Küche ausgeschaltet und vom Licht im Zimmer geleitet, erreiche ich wieder mein Zimmer. Das Programm wurde noch schlimmer, merke ich beim Durchschalten der Fernsehprogramme. Das Essen ist immer noch zu sehr Feuer und Flamme, weshalb ich weiter einen Begleiter zum Essen suche. Beim Computerspielen gibt es zu großes Gefluche, außerdem habe ich dazu auch überhaupt keine Lust. So schaue ich halt wieder mit lethargischem Frust zum Riss über der Wanduhr. Ist da jetzt eine größere Spur? Frage ich mich beim Essen. Kann ich ja sowieso vergessen. Ich weiß eh nicht, wie ich es verschließen soll. Das jetzt warme Essen schmeckt wirklich toll. Ich könnte den Radio auf den Tisch einschalten, aber dann müsste ich mit dem Essen anhalten und dieses würde dann auch noch erkalten, denn in dieser Zeit gäbe es bei mir nur Falten, was für ein Radioprogramm zum Essen passend wäre, denn die meines Bruders liegen nicht in meiner Sphäre. Das Essen verzehrt, geht es unbeschwert wieder in die Küche zurück über den hellen Gangstück. Das Licht in der Küche an, geht es für den Teller sodann gleich in den Geschirrspüler rein. Aber ich schalte ihn noch nicht ein. Dafür ist noch genügend Platz, ohne viel unnötiger Hatz. Schalte ich das Licht aus und gehe aus der Küche raus, danach geht es in das Badezimmer, denn so gehört es sich schon immer, dass man nach dem Essen die Zähne putzt. Die gelbe Zahnbürste wird dafür benutzt. Sehe ich dort im Spiegel am Kinn mein erstes Barthaar? Wäre logisch, beginnt heute ja mein 12. Lebensjahr. Die Zähne von Überresten des Essens befreit, entlasse ich das Bad wieder in die Dunkelheit. Wieder zurück in meine kleine Welt, höre ich, wie ein Hund draußen bellt. Dazu noch Kinder, die freudig herumdollen. Die Kinder sollen nur tun, was sie wollen. Sie sollen den Schulstress nur vergessen. Ich habe mich auf mein Bett gesessen. Ich möchte mich nicht unter sie mischen, weil sonst würden sie sich nur verschüssen. Sie würden nämlich gehen, weil es unangenehm ist, wenn jemand dabei sitzt und schaut wie ein Statist. Ich will ihnen diese Unangenehmheit ersparen. Ich möchte ihnen ihre kindliche Freude wahren. Ich lasse mich ins Bett fallen. Eine Feder macht ein Knallen. Im Radio und Fernsehen gibt es nichts Interessantes. In den Büchern steht auch nur mehr Altbekanntes. Es gibt auch kein ansprechendes Computerspiel. So gibt es für mich heute nur noch ein Ziel. Ich lege meine Kleidungen ab und schreite dann kurz und knapp zum Lichtschalter an der Wand und drücke ihn mit der Hand. Ich erreiche mein Bett in kurzer Zeit. Durch die neu entstandene Dunkelheit
noch einmal durchgestreckt unter der Decke versteckt, ein Blick durch die Finsternis. Was mache ich mit dem Riss? Wenn ich morgen werde wach, frage ich am besten danach.